So ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Engel. Ich möchte gerne mit euch über Engel sprechen. Gibt es Engel? Wenn ja, wie leben sie, wo leben sie? Habt ihr vielleicht schon mal einen Engel wahrgenommen, gehört, gesehen, mit ihm kommuniziert, gesprochen? Dann möchte ich gerne mit euch über Schutzengel sprechen. Vielleicht ist euch ja in eurem Leben irgendwann mal was ganz Schlimmes passiert. Und ihr hättet aus dieser Situation gar nicht herauskommen können, heil herauskommen können. Seid es aber und hattet einen Schutzengel. Und ich würde gerne mit euch sprechen über Menschen in eurem Umfeld, in eurer Umgebung, von denen ihr sagt, das ist so ein besonderer Mensch, nicht unbedingt Liebesgeschichten, aber das ist so ein besonderer Mensch, das ist ein Engel, der ist so hilfreich, der hat so viel für andere Leute getan oder für mein Leben getan, der hat irgendwann mal die Weichen gestellt, ohne den wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Also, großes Thema, die Engel. Engel, ich möchte gerne mit euch drüber sprechen, 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure Anrufe. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Ralf und ist 42 Jahre alt. Guten Morgen, Ralf. Guten Morgen. Hallo, Ralf. Thema Engel. Du ja. hast dich gemeldet. Warum? Ich hatte 2002 eine Nahtoderfahrung, bin ziemlich aufgeregt, weil das ein verrücktes Thema ist eigentlich. Ja. Und während einer Krebsoperation habe ich einen Herzstillstand bekommen und habe mich dann selber auf diesem Bett da liegen sehen, wie die mich wiederbelebt haben. Ja. Und dann kam wie so eine Art Lichtblitz und da war ich plötzlich in einem Tunnel. Mhm. Also das muss man sich so vorstellen, wenn man so Lautsprecher hat und die Abdeckung abnimmt, dann kann man wie in so eine Membrane reingucken. Ja. So sah das aus. Ja. Und da waren da Leute drin. Bitte? Da waren lauter Menschen mit mir in diesem Tunnel drin. Ach, da waren Menschen in dem Tunnel drin, also Wesen, menschliche Wesen, die sahen aus wie Menschen. Ganz genau, ja. Ich auch. Und war es hell in diesem Tunnel? Am Ende war ein weißes Licht, was unheimlich strahlt, aber nicht blendet. Ganz verrückt ist das. Mhm. Und dieses Licht, das zieht einen magisch an. Diese Menschen, die mit dir in dem Tunnel waren, bewegten die sich irgendwie oder standen die einfach so da? Die gingen alle auf das Licht zu. Die gingen auf das Licht zu? Ja. Mhm. Und dann hat mich jemand am rechten Arm gefasst. Von den Menschen im Tunnel? Nein. Das real? Real. Ja, ja. Und der sagte, Ralf, du musst, komm mal bitte zu mir. Mhm. Und dann habe ich den Mann angeguckt und hab dann gesagt, woher kennen Sie denn meinen Namen? Mhm. Er sagt, ja, wir kennen alle euren Namen. Und als ich den Mann dann angeguckt habe, der war so gekleidet, ja, wie so ein, das klingt ziemlich albern, ich weiß, ich rede jetzt das erste Mal darüber, sah also so gekleidet aus wie ein Römer, kann man sagen. Also in weiß gewandet, dann dunkle, lockige Haare. Mhm. Und der Hammer ist, also wie im Klischee, er hatte wirklich zwei Flügel auf dem Rücken, in diesem Traum. Ich weiß nicht, was das war, deshalb sage ich immer Traum. Mhm. Also, ich habe gerade gesagt, real, das war dann nicht real, da hat dich niemand auf dem OP-Tisch angepackt, sondern du hast das so empfunden in diesem Traum oder wie immer wir es nennen wollen. Ja, ganz genau. Während dieser römisch gekleidete Engel, wenn wir dieses Wesen als Engel bezeichnen, mit dir gesprochen hat, warst du da auch noch in dem Tunnel oder war das dann ein anderes Bild? Nein, das war in dem Tunnel noch. Ja. War das Gefühl, in diesem Tunnel zu sein, zu gehen, von diesem Wesen angesprochen zu werden, war das ein gutes Gefühl oder hast du Angst gehabt? Im Moment habe ich mich erschrocken, wo der mich anfasste in dem Traum. Mhm. Und aber dann, der hatte eine so unheimliche Aura, kann man sagen. Ja. Sehr beruhigend. Ne? Der hat dann gesagt, wir kennen alle eure Namen. Wir kennen alle eure Namen. Und wie ging das dann weiter? Ja, dann habe ich gesagt, oh, dann bin ich wahrscheinlich tot. Ne? Mhm. Ich habe eben Schmerzen gehabt und jetzt fühle ich keinen Schmerz mehr. Und da sagt er, ja, du musst zurückgehen. Mhm. Du hast noch eine Aufgabe zu erfüllen. Du darfst nicht in das Licht reingehen. Mhm. Und er hat dann ein Wort gebraucht, was ich erst nachher, als ich darüber gelesen habe, da habe ich mir dann Literatur darüber besorgt, weil mich das so beeindruckt hat, dieser Traum. Und der hat ein Wort gebraucht, das kommt aus dem Hebräischen, das heißt Sheol. Das ist der Platz, wo die Toten hingehen. Mhm. Also so steht das im Talmud und in der Bibel auch. Und du kanntest dieses Wort vorher nicht? Nein. Hattest du nie gehört, nie gesehen? Ich bin gläubig gewesen bis zu dem Zeitpunkt. Ich bin zwar katholisch. Ja.
aber ich habe wieder gebetet und oder bin in die Kirche, bin ich auch nicht gegangen. Mhm. Aber dieses Wort hast du dir dann aus diesem Traum so gemerkt, dass du hinterher dann, als du wieder unter den Lebenden warst, nachschlagen konntest und dann auf die Information gestoßen bist. Ja, das hat mich dann noch mehr erschreckt. Mhm. Was waren die letzten Worte des Engels? Ja, du musst zurückgehen. Ja. Und ich habe noch versucht, einige Fragen zu stellen. Ja. Und er sagt, weil ich sagte, da gehen dann die Toten rein, kommen dann auch die Bösen hin, weil ich bin nicht in die Kirche gegangen oder so, da sagt er, das spielt keine Rolle. Mhm. Ihr werdet nach euren Taten gerichtet werden, wenn der Tag des Gerichts da ist, ne? Oder die Stunde des Gerichts da ist. Dann werdet ihr nach euren Taten gerichtet werden und nicht nach dem. Die Anbetungsweisen zum Vater sind halt verschieden. Ne? Ja. Ich sage, also, der Vater, das ist Gott. Ja, sagt er, wenn du es so nennen magst, dann ist es Gott. Und ich sage, lebt man dann weiter, jetzt wenn ich in das Licht jetzt wirklich reingehen dürfte? Das hast du alles bereden können. Das habe ich gefragt. Ja. Und was sagt er? Da sagt er, ja, das ist, ich würde eins werden mit dem Licht. Mhm. Aber die Toten sehen nichts, sie hören nichts, die sind, nicht, sind sich nicht des Geringsten bewusst. Mhm. Und also die sind nicht existent sozusagen, die werden eins mit dem Licht. Bis zu dem Tag, an dem sie gerichtet werden. Das klingt ja sehr religiös, mit dem gerichtet werden. Und das klingt ja wie ein langer Dialog, den du da geführt hast. Ja, ich habe versucht, so viele Fragen zu stellen wie möglich. Mhm. Und dann, wie war dein Erwachen dann aus der... Ich hab, weil das ein unheimliches, tolles Gefühl ist, da schon allein in dem Tunnel, ohne dass man das Licht betritt. Mhm. Das ist also, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, ich weiß nicht, wie viel das ausdrücken soll. Ich meine, wie war dein Erwachen dann auf dem OP-Tisch oder im Krankenbett? Ja, im Krankenbett habe ich dann gesagt, ach du Scheiße, ich bin wieder da. Ehrlich? Das heißt, also du hast es bedauert zu leben, weil das, was du da erlebt hattest, so angenehm war, dass du eigentlich gar nicht mehr in das irdische Leben zurück wolltest. Ja, das ist fast ein Schmerz. Fast ein Schmerzempfinden. Und du sagst, dass du vorher kein gläubiger Mensch warst? Nein, überhaupt nicht. Würdest du sagen, dass du ein Atheist warst? Nein, das nun auch gerade nicht. Aber ich konnte mir halt nicht vorstellen, dass irgendwas danach ist. Ich denke, naja, die Menschen, die lügen sich wahrscheinlich selber was in die Tasche. Nun hört man ja sehr viel und sehr oft von diesen Nahtoderlebnissen. Und ich weiß, dass die Menschen, die so etwas erlebt haben, immer tief bewegt und beeindruckt davon sind. Ja. Und, das verändert das ganze Leben. Ja, und eigentlich alle, die ich bisher kennengelernt habe, sind danach zu gläubigen Menschen geworden. Ja, ich bete jetzt auch. Ich gehe zwar nicht, immer noch nicht in die Kirche, weil ich mit der Amtskirche so meine Probleme habe, aber ich bete jetzt jeden Tag. So, wenn du jetzt ein gläubiger Mensch durch dieses Erlebnis, was immer das auch gewesen sein mag, wir wissen es nicht, geworden bist, dieses Wesen hat dir in deinem Traum ja gesagt, du hast noch was zu tun. Ja. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Ja, das habe ich auch damals noch gefragt. Ich sage, ja, was habe ich denn noch zu tun? Ja. Also in dem Moment, wenn es passiert, dann wirst du es wissen. Ah ja. Und ich weiß nicht, ob das schon passiert ist. Ja. Während der Chemotherapie habe ich einen neben mir gehabt. Der war total fertig mit in der Welt. Und den habe ich sozusagen mitbegleitet bis zum Tod. Mhm. Und beruhigt und so weiter. Der wollte nachher keinen Priester mehr haben. Mhm. Da habe ich ihm dann noch vorgelesen, so aus der Bibel. Und da sagte er noch zu mir... Ich bin genau wie du. Ne? Ich bin auch nie zur Kirche gegangen. Meinte, dass Gott mir jetzt noch verzeihen kann, so kurz bevor ich sterbe. Mhm. Da habe ich gesagt, naja, wenn das wirklich in der Bibel so stimmt, wie es da steht, dass er zwei Verbrechern am Kreuz vergibt, die neben ihm sind, dann vergibt er uns beiden bestimmt auch. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das war. Ich kann nicht sagen. Wie geht es dir gesundheitlich heute, nach den Jahren? Naja, es ist die Chemo hat mich ziemlich geplättet. Das war sehr, 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 sehr hart. Mhm. Aber ich bin Gott sei Dank seit einem Jahr metastasenfrei. Ah ja, ja, Glückwunsch, Glückwunsch, wirklich. Und die Lebensqualität ist natürlich erheblich eingeschränkt. Also ich nehme noch sehr starke Medikamente, Katadolon, Valeron und all solche Schmerzhämmer und so. Die werde ich wohl so lange behalten, die Schmerzen, solange wie ich noch da bin. Hast du die Angst vor dem Tod und die Angst vor dem Sterben durch dieses Erlebnis verloren? Ja, vom Tod selbst ja, nur der Weg bis dahin, der kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Aber vom Tod, glaube ich, braucht man keine Angst haben. Ja, ja. Also du hast gerade so im Nebensatz gesagt, dass du noch nie darüber gesprochen hast. Ja, ich habe zwar mal einem Bekannten so die Light-Version, sage ich mal so gesagt, so dass ich dieses Tunnelerlebnis hatte, aber den Engel hin habe ich lieber weggelassen. Mhm. Weil du denkst, die Leute lachen dann. Ja, oder denken, man ist nicht ganz wichtig in der Ferne. Also war das jetzt ein besonderer Moment für dich, dass du das zum ersten Mal so erzählt hast? Ja, bis auf deine beiden Mitarbeiter,
du bist jetzt der Dritte, den ich ja, frage. Ja, also meinen Kollegen am Telefon, genau, die vorher mit dir gesprochen haben, ja. Hm. Ja, also man darf nicht, man kann da überhaupt nicht darüber urteilen als Außenstehender, was das war. Man darf sich auch nicht darüber lustig machen. Das ist etwas, was dich tief geprägt hat jetzt, und das muss man respektieren. Und du ziehst deine Schlüsse daraus für dein Leben, und so ist es dann halt, ne? Ja, ich habe verschiedene Sachen darüber gelesen, Pro und Contra. Mhm. Die einen Wissenschaftler sagen, das ist als diese Endorphine, die ausgeschüttet werden im Augenblick des Todes, gaukelt der Körper ein oder das Gehirn einem selber sowas vor. Mhm. Und die andere Seite ist halt, dass es wahr sein könnte, ne? Ja, genau. genau. Niemand weiß es. Niemand ist zurückgekommen und hat es erklärt, wie es denn nur ist. Aber entscheidend ist dein Gefühl und was du daraus machst. Nur das zählt, und das würde ich mir auch gar nicht wegdiskutieren lassen oder so. Danke dir für dein Vertrauen, Ralf, dass du hier angerufen hast und mir das erzählt hast. Okay. Finde ich sehr, sehr nett und sehr toll, und wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen auch für deine Gesundheit und gute Genesung weiterhin. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, ihr Lieben, solltet ihr gerade zugeschaltet haben, unser Thema heute Nacht ist Engel, heißt Engel. Ich möchte gerne mit euch über Engel sprechen. Glaubt ihr an Engel? Habt ihr schon mal einen Engel wahrgenommen, erlebt, gesehen? Hattet ihr in eurem Leben schon mal einen Schutzengel? Ist irgendetwas ganz, ganz, ganz Schlimmes passiert und wie durch ein Wunder seid ihr da rausgekommen, heil da rausgekommen? Gibt es jemanden in eurem Umfeld, von dem ihr sagt, das ist wirklich ein Engel, dieser Mensch ist so toll und so gut, wenn es den nicht gäbe, sähe vieles, vieles anders und schlimmer aus. 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. So, jetzt bin ich verbunden mit dem Norbert, und Norbert ist 48 Jahre alt. Guten Morgen, Norbert. Hallo? Hallo? Norbert sollte jetzt dran sein. Ich höre gar nichts. Norbert ist dann irgendwie nicht da. Dann versuchen wir es mit Raphael. Raphael ist 23. Hallo. Ja, hallo Jürgen. Hallo Raphael, schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch ziemlich cool eigentlich. Ja. Warum hast du dich zu dem Thema gemeldet bei uns? Ich habe deswegen angerufen, weil ich mal einen riesengroßen Schutzengel gehabt habe, beziehungsweise nicht nur ich, mein Cousin und ich. Was war passiert? Wir wurden beide mal mehr oder weniger direkt vom Blitz getroffen. Oh, wie lange ist das her? Das war am 12.07.1999. 1999? Erzähl mal den Vorgang, wie das passiert ist. Ja, also ich bin als Schüler und Student jetzt immer noch, bin jetzt gerade auch bei der Arbeit in der Landwirtschaft viel tätig, nebenher. Und das war im Sommer beim Mähdrescherfahren. Ja. Studierst du Landwirtschaft? Nö, da studiere ich gar nichts mit. Ich bin da drin groß geworden. Ach so. Und bin da sehr verbunden mit und kann da auch immer so ein bisschen Geld verdienen. Ja, und wir waren dann, ich war mit meinem Cousin zusammen unterwegs, wir waren am Mähen. Und dann fing das fürchterlich an zu regnen, und klar, dann mussten wir aufhören. Und dann wollten wir das Schneidwerk davor wegbauen, und dann ging das nicht so schnell, also ging das so eine Ölleitung einfach nicht ab. Mein Cousin versuchte, die abzumachen. Ich bin auf die andere Seite vom Mirasche gegangen, wollte da passendes Werkzeug für holen, dass das abgeht. Und ab dem Moment weiß ich eigentlich da gar nichts mehr. Und ich wache dann erst wieder auf oder weiß erst wieder irgendwas, als ich den Mähdrescher die Leiter hochkletter. Da, mein Cousin sitzt schon oben da in der Kabine und war am Telefonieren, und der Landwirt, der saß auf seinem Trecker daneben. Da habe ich dann, der stand dann da auch schon oben, und ich bin dann da so hochgeklettert und gar nichts mitgekriegt weiter. Also da war es schon passiert? Also ja, genau, da war alles schon gegessen. Da war es passiert, und du bist dann wie besinnungslos aufgestanden und bist hochgeklettert. Genau, also ich weiß wirklich erst, nachdem ich da hochkletter. Ja. Und dein Cousin hat auch einen Blitz abgekriegt? Ja, genau. Also wir vermuten, dass der Blitz in den Mähdrescher eingeschlagen ist. Ach so. Und das dann sich auf uns so rundherum verteilt hat. Ja. Der Bauer saß auf seinem, also quasi im faradäischen Käfig, der hatte gar nichts abbekommen. Ja. Und der hatte das dann auch mitbekommen, wie das dann blitzte, und wirklich dann, der sagte, es wurde hell und sofort rums hinterher gedonnert. Und dann drehte der sich um, da wären wir beide einfach nur umgefallen. Und du hast überhaupt keine Erinnerung an einen Schmerz, an einen Schreck? Gar nichts. Gar nichts. Und wie war es denn hinterher, nachdem du dann wieder zu Bewusstsein gekommen warst?
Ja, dann haben wir erstmal gesagt, weil ich gar nicht wusste, was los war, ja, was denn passiert? Und dann sagten die, ja Mensch, dieser Blitz eingeschlagen, so, ja klar, erstmal so im ersten Moment. Und dann war mein Cousin am Telefonieren, der hat dann meine Tante, also seine Mutter angerufen und ist dann auch sofort gekommen, hat uns abgeholt. Wir sind dann auch sofort zu unserem Hausarzt erstmal, um erstmal zu gucken, was denn wirklich passiert ist. Wir haben uns dann so ans EKG-Gerät auch angeschlossen, wegen Herzrhythmus und so weiter. Das war soweit alles in Ordnung. Nur dann haben sie den Körper halt auch untersucht. Ja. Und an den Füßen hatten wir dann Brandblasen beide. Also an den seitlich an den Fußsohlen. Und dann hat der Hausarzt gesagt, oh, da würde er kein Risiko eingehen wollen. Er würde uns sofort ins Krankenhaus schicken. Dann hat unsere Tante uns gleich weiter ins Krankenhaus gefahren. Und dann auf Intensivstation eine Nacht lang. Das und die haben euch richtig durchgeguckt und durchgecheckt? Genau, die haben richtig durchgecheckt, weil die sagten irgendwie innerlich Niere, wo viel Wasser ist und so weiter, dass man innerlich auch Brandblasen bekommen könnte. Ach so. Und dass das dann sehr gefährlich werden könnte. Wusste ich auch noch nicht, noch nie gehört. Aber ihr habt Glück gehabt. Wir haben tierisch Schweine. Es war keine Brandblase innerlich zu finden. Nee, da war nur an Füßen ein bisschen. Genau, nur an den Füßen und ja, meine Hände, sag ich mal, die sind jetzt ein bisschen angespannter, dass man die nicht mehr so richtig überstrecken kann nach hinten weg. Aber das ist, sag ich mal, nicht, dass ich da jetzt irgendwelche wilden Narben oder Verletzungen. Das hört man ja schon mal so. Und mich wundert das dann immer, dass man nicht tot ist, wenn man vom Blitz getroffen wird. Ja, also wird man dann, das Kuriose war, da war da hinterher sogar Fernsehen, Zeitung und so weiter. Deutschlands großes Boulevardblatt Nummer 1, da haben wir es auch drauf geschafft. Die haben das also so richtig dann sogar zerrissen, sag ich mal, das dann so mit zig Millionen Volt, ja, 50 Millionen Grad heißt und so weiter. Ist das, ihr habt dann... Typisch klatschmäßig. Ihr habt das sicherlich dann auch noch mit Fachleuten gesprochen. Wie viel Volt hat euch wirklich erwischt? Kann man das schätzen ungefähr? Das kann man gar nicht genau sagen. Kann man nicht schätzen. Also weil wir gerade, unser Glück war, dass wir, sag ich mal, normale Tonspuren hatten und dann, dass das relativ nass war, dass das alles einfach gut abgeleitet war und gut durchgelaufen ist. Da klingelt das Telefon. Jo, die sind jetzt bestimmt alle neugierig. Ja, da kannst du ja nur wirklich sagen, oder könnt ihr sagen, da war aber ein sehr mächtiger Schutzengel zugange, ja, ne? Der vielleicht Fall, so also die höchste Voltzahl von euch abgeleitet hat, dass ihr nur so ein bisschen Strom abbekommen habt. Ja, also ungefähr, genau. Also da ist auch immer so ein ganz besonderer Tag für uns, wo wir... Das glaube ich, ja. Und so seelisch, psychisch war auch nicht zu merken, dass du dich danach vielleicht nicht gut erinnern konntest, so generell, dass es Kurzzeitgedächtnis ist. Gar nichts. Also alles wie vorher. In Ordnung, bis halt auf den Füßen, dass da die Brandblasen. Weißt du von den anderen, wie lange du unten gelegen hast? So ungefähr werden das so nicht ganz 5 Minuten gewesen sein. Was schon dann in der Situation schon lange ist, wahrscheinlich für die Beteiligten, ja, ne? Ja, ich denke auch. Ja, jetzt hier sagt man so, ich hatte einen Schutzengel. Ist das so für dich so eine Redensart oder glaubst du, das ist ja unser Thema heute auch, glaubst du wirklich an irgendeine übergeordnete Macht, die dich da beschützt hat, euch beschützt hat? Ja, das ist jetzt eigentlich schwer zu sagen, weil irgendwo schon, weil irgendwo muss das ja einen Grund gehabt haben, dass wir das wirklich so gut überstanden haben und dass ja wirklich nichts passiert ist. Also, dass ich da heute wirklich... Kann auch ein Zufall sein, ne? ...darüber erzählen kann, ne? Ja, stimmt. Kann natürlich auch ein ganz, ganz normaler Zufall sein. Kann auch sein. Das will ich nicht mehr hoffen. Ja, das ist natürlich auch irgendwie schöner zu denken, das ist ein Schutzengel und das sollte so sein, das Ganze. Auf jeden Fall, ja. Ja, interessante Geschichte und gut, dass ihr so beide davon, deinem Cousin geht's auch gut, ja, definitiv. Ja, der saß am nächsten Tag, nachdem wir aus dem Krankenhaus entlassen wurden, saß er schon wieder auf dem Mira schon warm arbeiten. Wie kann man sich denn als Landwirt, als Bauer davor schützen? Schnell nach Hause oder wie? Ja, normalerweise einfach wirklich dann so wie der Bauer, der dabei stand, dann einfach irgendwo im faradäischen Käfig bleiben oder so. Und bei uns, es war auch nur dieser eine Blitz, der runterkam. Ja, aber der ist es dann gewesen. Aber es geht ja gar nicht um Bauer oder Landwirte. Was mache ich, wenn ich als Spaziergänger auf dem Feld bin, auf einer weiten Fläche und ein Gewitter kommt? Was macht man? Nach Möglichkeit so natürlich nach Hause oder irgendwo ins Auto sitzen oder so, wo man dann geschützt ist. Ne? Ja, unterm Baum ja auch nicht, ne? Das sollte man... Nee, besser nicht. Ja, Auto ist gut, ne? Wegen der Reifen und da ist es isoliert. Genau. Ja. Raphael, danke für deinen Anruf. Ja, und echt eine super Sendung und ich möchte alle Rühm-Leute im Weserbergland grüßen. Ach. Deine Sendung, wo ich weiß, die hören auch immer ganz viel an. Seid ihr bei der Ernte im Moment? Wir sind momentan mitten in der Rübenernte. In der Rübenernte, ja. Das ist eine harte Arbeit, was? Ach ja, gut, 12 Stunden immer arbeiten. Ja,
Und ich habe jetzt eben gerade angefangen, ich muss noch bis heute Mittag. Ach, ihr arbeitet jetzt die ganze Nacht durch? Rund um die Uhr. Und ihr seid nachts auf dem Feld auch? Ja. Ach so, also das heißt, mit großen Scheinwerfern wird da geerntet. Ja, genau. Sind das Maschinen, die Rüben so rausreißen, oder müsst ihr von Hand da irgendwas großartig? Nee, das ist mit großen Maschinen. Gott sei Dank, das wäre ja noch schöner, ne? Jede Rübe von Hand raushacken. Nee, das machen wir nicht mehr. Das müssen die Oma und Uromas und Opas machen, ne, früher. Jo, genau. Ja, genau. Raphael, danke für den Anruf und ja, komm gut durch die Nacht. Ja, alles klar. Tschüss. Danke. Ciao. Und weiter geht es mit Thomas. Thomas ist 38. Guten Morgen, Thomas. Hallo. Hallo, Thomas. Guten Morgen. Jetzt bin ich gespannt, was du mir zum Thema Engel erzählst. Ja, zum Thema Schutzengel. Also ich rufe aus Oldenburg in Niedersachsen an, aber als Sauerländer habe ich natürlich immer noch die bisschen Verbindung zum WDR. Und ja, deswegen gucke ich dich ab und zu mal und bin ganz froh, dass ich durchgekommen bin, um meine Geschichte zu erzählen, die ganz gut zu diesem Thema passt. Ist schon ein paar Jahre her, 1997, sind wir mit einer Reisegruppe von 10 Personen aufgebrochen und wollten nach Gambia fliegen. Gambia gab es damals keine Direktflüge, wir mussten über Gran Canaria fliegen, sind also in Düsseldorf gestartet, in Gran Canaria angekommen und Gran Canaria hieß es dann, also dieses Flugzeug ist defekt, wir können mit diesem Flugzeug nicht weiterfliegen, wir müssen ein neues Flugzeug nehmen. Nur dieses neue Flugzeug hat 10 Plätze weniger. Ja. So, dass wir also 10 Personen separat fliegen mussten. Wir waren nun mit einer Reisegruppe unterwegs mit 10 Personen, so dass wir gesagt haben, okay, 10 Personen müssen separat weiterfliegen, wir sind eine Gruppe, das passt doch ganz gut. Wir nehmen dieses kleinere Flugzeug, was auch noch etwas eher startet, was etwas eher da ist, und wir können etwas eher im Hotel sein. Ja. Nun hatte ich etwas Probleme mit dem Magen, bin auf Toilette gegangen, das dauerte dann etwas länger. Und als ich von der Toilette wiederkam, bekam ich heftig Schimpfe von den anderen 9 Personen, die gesagt haben, weil du jetzt so lange auf dem Klo warst, ist dieses Flugzeug weg und wir konnten nicht diesen separaten Flug nehmen und konnten eher in Gambia sein. Gut, okay, wir sind dann mit den anderen zusammen nach Gambia geflogen und haben unterwegs schon gemerkt, na, die Wetterlage ist nicht so besonders, weil also ein heftiges Gewitter. War denn dann in dem anderen Flugzeug doch Platz für euch 10? Oder wie ging das dann? Also genau, dieses andere Flugzeug, dieses separate Flugzeug wäre genau Platz für 10 Personen gewesen. Aber das war ja nur weg. Das war nur weg, weil ich auf Toilette war. Genau. Gut, also mussten wir mit diesem anderen, da haben die anderen 10 Personen wild ausgesucht und praktisch gefragt, wer möchte mitfliegen. Da haben sich dann so Einzelpersonen gefunden und sind geflogen. Gut, ich bekam mächtig Schimpfe, aber wir kamen zumindest nach Gambia hin, weil wir dieses andere Flugzeug dann genommen haben. Ja, ja. Gut, wir kamen an, wurden dann auch zum Hotel geleitet. Am nächsten Tag, wie das so schön ist in so einem Land, man geht zum Strand, legt sich am Strand hin. Die Reiseleitung kommt, legt uns einen Zettel hin. Dieses Flugzeug mit diesen 10 separaten Personen ist in der Nacht abgestürzt. 9 Menschen tot und ein Junge mit irgendwie 10 oder 11 Jahren hat überlebt. Aber die anderen waren alle tot. Das heißt, ich muss das mal so sagen, dass ich Schutzengel in dem Moment für weitere 9 Personen war, weil ich nämlich auf dem Klo war und da nicht runterkam. Die Schutzengel haben dich auf dem Klo festgehalten. Ja, genau. Bah, ist das Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Da muss dir doch auch wirklich ein Grusel durch den Körper gegangen sein, oder? Domian, noch heute, das war der 7. Oktober 1997. Und wenn ich dieses Thema heute anspreche, geht allen noch so ein bisschen das Gruseln durch den Körper, weil das einfach unbeschreiblich war. Diese Meldung damals ging ganz wenig nur durch die Presse. Mich wundert aber, dass ihr das nicht schon direkt erfahren habt, als ihr da mit dem anderen Flugzeug angekommen seid, dass das andere verschollen ist. Ja, nee, das haben die nicht. Ja, die Informationspolitik in diesem Land war damals nicht so ausgeprägt, so dass die Reiseleitung wirklich auch am nächsten Tag erst davon erfahren hat und das dann auch erst weitergeben konnte. Das ist dann wir haben es dann am Strand erfahren und ich weiß, 5 aus meiner Gruppe sind dann anschließend ins Hotel gegangen und waren 3 Tage nicht gesehen, weil die so geschockt waren. Glaube ich. Das ist so ein positiver Schock für einen selbst dann. Das eigene Leben ist natürlich ein schlimmer Schock, wenn man hört, dass die anderen Leute ums Leben gekommen sind. Absolut. Und es war auch so, dass diese Meldung kam in Deutschland nur ganz, ganz wenig an. Da hieß es immer nur, dass ein Flugzeug abgestürzt ist und 9 Menschen tot sind. Nur unsere Angehörigen wussten natürlich, dass wir auf dem Weg nach Gambia waren und natürlich ganz entsetzt waren und gefragt haben, sind denn nur wir davon betroffen, sodass wir alle versucht haben, im Jahre 1997, da gab es noch kein Handy, also gab es die ersten Handys, aber noch nicht in diesen Ländern, sodass wir alle versucht haben, unsere Angehörigen zu informieren. Das ist uns auch gelungen. Nicht? Aber dieser ganze Urlaub, wir waren 14 Tage insgesamt, da war erschüttert wahrscheinlich. Nicht, ne? Diesem Unglück. Das glaube ich.
Kanntest du Menschen, die da ums Leben gekommen sind? Natürlich, wir haben auf dem Düsseldorf Flughafen mit denen zusammen da gesessen. Ich kannte sogar der Junge, der überlebt hat, dem haben wir gegenüber gesessen mit seinem Vater, der dann anschließend tot war, mit dem wir so ein bisschen kommuniziert haben. Und dieses Gefühl begleitet einen natürlich in den Urlaub und auch später immer noch mit. Ja. Und ich kriege das heute wirklich, das ist nun 97 gewesen, ich kriege das heute immer noch. Die haben, welcher Schutzring ich eigentlich war, wenn es also ums Fliegen geht, um Urlaub geht und so. Ja, ja, damals, da waren wir mit Thomas unterwegs und wenn der nicht auf dem Klo gewesen wäre, dann haben die damals mit dir geschimpft, dass du so lange auf dem Klo warst. Haben die dir hinterher gedankt? Ja, ja, natürlich. Ja, obwohl du ja auch nichts dafür konntest, ne? Das war ja, du hast es ja nicht bewusst so gelenkt, ne? Nee, aber sie wissen schon, wie es einzusortieren ist. Ich habe gerade den Raphael das auch gefragt. Sagst du so salopp, naja, das war ein Schutzengel, oder glaubst du wirklich, dass das eine höhere Schutzmacht war, die dich und die anderen Leute da geschützt hat? Ich glaube ja, dass es schon etwas Höheres ist. Ich glaube, das kann man nicht einfach auf irgendwie so eine Schutzengel-Diskussion herabbrechen. Da ist irgendwie, das war so gewollt. Was für euch der Schutzengel war, war natürlich für die anderen der Tod, ne? Ja, das ist dieses Bild, ich höre das heute noch von den anderen, dieses Bild von diesen 10 Menschen, die in dieses Flugzeug steigen, die haben ihnen ja nachgeguckt und ganz neidisch nachgeguckt, die fliegen jetzt. Nicht? Und wir müssen hier bleiben. Mhm. Und die haben eigentlich denen nachgesehen, wie sie in den Tod gehen. Mhm. So, wie sie in den Tod gehen. Ja, nicht? Und wenn das heute auf irgendwelchen Partys ansprechen und sagen, also wir sehen die Leute heute immer noch nach so vielen Jahren vor, wie sie in den Tod gehen. Hat man genau rausbekommen, weswegen das Flugzeug abgestürzt ist? Es war ein ziemlich schwerer Gewittersturm und die sind also wirklich vom Blitz getroffen worden. Das war also ein Flugabsturz nach einem heftigen Unwetter mit entsprechenden Gewittersturm. Wir haben das ja auch in unserer Maschine erlebt, nur das war eine größere Maschine, die das vielleicht etwas besser abkonnte. So, dann hattest du also... Deine Maschine hatte keine Chance. Vor einem guten Monat, heute vor einem Monat, hast du deinen zweiten Geburtstag im Jahr, den du dann wahrscheinlich immer begehst am 7. Oktober. Mit den anderen zusammen. Wir erinnern uns dann immer, wir treffen uns ab und zu. Wir treffen uns ab und zu und denken darüber nach. Und immer, wenn irgendwie im Fernsehen was ist von Flugzeugabstürzen oder irgendwie, muss man immer daran denken, wie viel Glück man eigentlich gehabt hat. Definitiv. Welcher Schutzengel da zugange war und an diesem Tage sein Werk vollbracht hat. Thomas, gut, dass es so für euch gekommen ist. Ja. Danke für deinen Anruf und alles Liebe und viele Schutzengel auch weiter in deinem Leben. Viel Glück mit deiner Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr euch auch gerne bei mir melden möchtet zum Thema Engel. Glaubt ihr an Engel? Habt ihr Engel schon mal wahrgenommen, gesehen, gespürt, gehört? Vielleicht mit ihnen sogar gesprochen oder irgendwie gedanklich kommuniziert? Wenn ja, dann meldet euch unter der besagten Telefonnummer oder unter der Mail-Anschrift domian@wdr.de. Petra ist hier. Petra ist 41. Hallo Petra. Hallo. Hallo Petra. Glaubst du an Engel? Ja, gedankliche Kommunikation hast du gerade genannt. Ja. Das ist, glaube ich, das Stichwort. Ah. Weil das ist das, was ich mit den Engeln mittlerweile mache. Und ausgelöst wurde das Ganze durch den Tod meines Sohnes vor knapp 7 Jahren. Mhm. Ich habe vor 7 Jahren also weder an Gott noch an Engel noch an irgendwas geglaubt. Und dann starb mein Sohn im Februar 2000. Wie alt war dein Sohn? 13 Jahre. 13 Jahre. Und an was starb er? Er war schwer behindert durch eine Virusinfektion während der Schwangerschaft. Mhm. Und ist praktisch an den Folgen der Behinderung gestorben. Ah, ja. Also Lungenentzündung, Skoliose und was eben noch so damit einhergeht. Und dieser schwere Schicksalsschlag hat dann etwas ganz Besonderes bei dir in Bewegung gesetzt. Genau, also es war so, dass jeder, der Kinder hat, kann es vielleicht erahnen. Diejenigen, die Kinder verloren haben, wissen, wie es ist. Dass mich persönlich hat es verrückt gemacht, nicht zu wissen, wo mein Kind ist. War es dein einziges Kind? Nein, ich habe inzwischen noch 2 Kinder. Das ist jetzt 2 Jahre. Ja. Und der andere war damals 3,5, als mein Bruder starb. Ja. Und ich habe zu Lebzeiten immer gewusst, wo mein Sohn war. Mhm. Also egal, ob es ihm schlecht ging oder nicht. Mhm. Und jetzt wusste ich es nicht mehr. Und ich habe definitiv gesehen, in seinem toten Körper ist er nicht mehr. Mhm. Und da stellte sich mir dann das erste Mal die Frage, das kann jetzt nicht alles gewesen sein.
Und dann habe ich mich nächtens, während mein Kleiner schlief, dann im Internet sozusagen auf die Suche gemacht und habe einen Bericht über Nahtodeserfahrung gesehen. Und dadurch ausgelöst war so ein ganz kleiner Funke, dieses, wenn da wirklich irgendwas dran ist und auch nur so ein ganz kleiner Funke, dann muss ich ihn finden und vielleicht kann ich dann damit leben. Und und dann fing so eine Lawine an zu rollen. Ja. Ich habe Kontakte gehabt zu meinem Sohn. Wie hast du diesen Kontakt aufgebaut? Das ging alles übers Internet. Ich habe einen Mann gefunden, der in Amerika lebt und der hat mit mir sozusagen, der hat sich meiner ein bisschen angenommen. Der hat so ein Forum eingerichtet und hat durch eigene Erfahrungen eben auch Kontakte gehabt und hat mir sozusagen dabei geholfen. Und ich habe mehrere Kontakte haben müssen, weil ich es beim ersten überhaupt nicht glauben konnte. Wie hast du denn diesen Kontakt zu deinem Sohn hergestellt? Über ein Medium, das in Deutschland ist oder auch übers Internet? In Kanada wiederum. Ach so. Und das ging alles über sogenannte Chatrooms dann vonstatten. Für mich alles Neuland, aber wie gesagt, er hat mich sehr gut betreut bei der ganzen Geschichte, mich zweifelnden Menschen. Also du hast mit diesem Medium, welches in Kanada saß, keinmal gesprochen, sondern ihr habt nur geschrieben oder gechattet. Genau. Warum hast du das Medium nicht angerufen? Das ist doch, da kann man noch besser miteinander reden. Also erstmal war ich des Englischens nicht so sehr mächtig. Ah ja. Und ich brauchte diesen anderen Menschen einfach noch als Vermittler sozusagen dabei. Was hat das Medium dir von deinem Sohn gesagt? Oder über deinen Sohn gesagt? Also erstmal, dass es ihm jetzt gut geht. Dass er jetzt all seine Behinderungen los ist. Das waren Vorstellungen, die für mich unglaublich waren, die mich auch viele Tränen noch gekostet haben. Da ging gefühlsmäßig also ganz, ganz viel von nicht glauben können bis gerne hätte ich ihn so gesehen. Ging da alles rauf und runter. Und wie gesagt, ich habe aber insgesamt 3 verschiedene Medien nachher gehabt. Und erst beim dritten und beim letzten konnte ich dann auch glauben, dass ich wirklich dort an einem anderen Ende, wie auch immer, meinen Sohn habe. Was war das Überzeugendste für dich, welches dir gesagt hat, das ist mein Sohn und das ist nicht irgendeine Spinnerei des Mediums? Es sind konkrete Namen gefallen. Es waren auch sozusagen Botschaften, die ich nicht sofort verstanden habe. Also es war auch hinterher noch ein gewisser Prozess, bis ich verstanden habe, was gemeint war. Es waren Dinge von einem Wasserhahn, der halt repariert werden müsste. Das waren so Sachen, die waren in meiner Wohnung. Das konnte weder das Medium wissen, noch der Peter in den USA. Also es konnte eigentlich keiner von denen wissen. Und das waren dann die Dinge, die dich überzeugt haben. Genau. Und letztendlich auch viele andere kleine Details. Also die Summe hat es nachher letztendlich gemacht. Also es war nicht ein Satz oder ein Wort oder irgendwie. Das heißt, das, was da geschehen ist, hatte für dich eine sehr tröstliche Wirkung und hat auch den Trauerprozess für dich vereinfacht. Genau. Also es hat letztendlich einen Frieden in mir geschaffen, dass ich heute mit dem Tod meines Sohnes leben kann. So. Ja. Und das ist dann schon, da kann man sagen, man kann darüber jetzt sagen, was man will. Aber dass das so einen Effekt hat, das zählt einzig und allein, finde ich. Ja, also und das ist dann schon richtig und gut. Das ist es mir auch immer wieder wert, das zu erzählen. Wie ist es denn heute? Hast du heute auch noch irgendwie Kontakt zu Toten oder? Eher selten. Also heute bin ich ja, wie gesagt, im Kontakt mit den Engeln. Das hat sich dann letztendlich, nachdem ich sicher war, dass mein Sohn noch da ist, hat es sich dann ergeben, dass ich noch zu einem Engelmedium nach Stuttgart, also in der Nähe von Stuttgart, damals geflogen bin und dort einen Kontakt zu meinem Schutzengel über sie hatte. Und das war ebenfalls nochmal eine sehr, sehr große Heilung für mich, weil ich dort Fragen stellen konnte, die mich eben auch schon länger bedrückt hatten. Das heißt, also ganz persönliche Fragen. Genau. Das heißt, du weißt jetzt, dass du einen Schutzengel hast? Ja, das wusste ich an diesem Tag ganz konkret. Weißt du, wo der ist, der immer um dich herum? Ja. Weißt du, was für einen Namen der hat? In dem Fall ja, wobei das eher zweitrangig ist. Aus meiner heutigen Erfahrung, mittlerweile sind es ja jetzt fast 7 Jahre, weiß ich, dass die Schutzengel ja im Prinzip eher ohne Namen sind, aber wenn wir Menschen sind ja diejenigen, die immer alles benennen müssen. Also so die Mythologie sagt ja, dass die Engel sind die Boten Gottes. Sie vermitteln quasi zwischen dem Göttlichen und dem Weltlichen. Ja, ich sehe sie eher immer noch als ja, wie soll ich das so sagen? Ja, Bindeglied ist schon richtig, wobei da, glaube ich, noch viele andere auch noch dazwischen kommen. Also der Schutzengel ist ja eher der für mich so ganz persönlich. So, jetzt hast du gerade am Anfang aufgegriffen, das Wort kommunizieren. Genau. Das heißt, gedanklich bist du irgendwie mit deinem Engel oder auch mit anderen Engeln in Kontakt? Ja,
genau. Was tauschst du mit denen aus, mit den Engeln? Ja, letztendlich ist es, glaube ich, das, was wir alle so immer als Telepathie bezeichnen. Also ich habe das mühsam Learning by Doing, ist es bei mir letztendlich sozusagen, oder ist es mir widerfahren, um es mal so zu sagen. Hm. Ich habe das inzwischen auch mal aufgeschrieben, meine ganze Geschichte, habe darüber ein Buch geschrieben, weil ich gedacht habe, das ist so abgefahren, meine Geschichte, das muss ich einfach vielen Menschen erzählen, wobei es auch ein riesiger Schritt war für mich, das überhaupt auch so ganz in die Öffentlichkeit zu bringen, weil so manches Mal habe ich auch wirklich gedacht, jetzt verliere ich meinen Verstand. Also. Aber nochmal die Frage, über was sprichst du, sprechen in Anführungszeichen, mit den Engeln? Also erstmal bitte ich um Unterstützung. Für Dinge, die dein Leben betreffen. Genau, so das alltägliche Leben auch. Dann stelle ich persönliche Fragen manchmal an meine Begleiter jetzt. Und du kriegst auch eine Antwort. Ja. Du hast das Gefühl, du hörst die Antwort nicht in deinem Kopf, sondern du hast so eine Intuition, kann man das so sagen? Ich höre es schon im Kopf. Also im Kopf hörst du schon. Richtig gedanklich die Worte, die dann da sind. Wie gesagt, das habe ich aber erst lernen müssen. Also das war mir am Anfang auch nicht klar. Und du glaubst, ohne diesen Schicksalsschlag mit deinem Sohn und diese Erlebnisse mit dem Medium, wärst du auch gar nicht in diese Engelsgeschichte reingekommen? Richtig. Vorher hatte ich das gar nicht interessiert, so Sachen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Hätte ich mir auch niemals vorstellen können. Was sagst du Leuten? Nun werden sicher viele Leute zuhören und sagen, naja, klingt ja ganz interessant, aber irgendwie reimt die sich das so zusammen und das findet in ihrem Kopf statt. Das hat mit einer wirklichen Realität nichts zu tun. Was erwiderst du diesen Leuten? Da kann ich nicht viel zu erwidern. Das ist einfach meine ganz persönliche Geschichte und ich weiß, was ich erlebt habe. Ich weiß, wie sehr ich gezweifelt habe, auch an meinem eigenen Verstand, gar keine Frage. Und ich kann es total verstehen, wenn Leute das anzweifeln, weil ich, wie gesagt, selber damals so gezweifelt habe. Also ich kann die Menschen gut verstehen, die das anzweifeln. Ja. Aber du willst auch nicht das rausgehen in die Welt und missionieren und sagen, so und Nein. so ist es. Also missionieren möchte ich auf gar keinen Fall. Ich möchte meine Geschichte erzählen und den Menschen irgendwie ein bisschen Hoffnung geben und Mut machen. Auch Menschen, die andere liebe Menschen verloren haben. Ich habe gestern ja schon hier in der Sendung erzählt, ich hatte mal eine Anruferin, die hat mir erzählt wiederum, dass sie meinen Schutzengel hier sieht, neben mir stehen oder sitzen. Soweit geht es bei dir aber nicht, dass du bei anderen Personen das auch wahrnehmen kannst, ob sie einen Engel um sich herum haben oder doch. Doch, das geht schon so weit. Das geht so weit, dass ich letztendlich auch für die Menschen, Channel nennt man es, also ein Kanal bin für den Schutzengel der anderen Menschen. Also ich mache letztendlich heute die gleiche Tätigkeit wie das Medium in Stuttgart damals. Kannst du etwas über mich sagen, über mich persönlich und meinen eventuellen Schutzengel? Das könnte ich jetzt im Moment hier gar nicht, weil ich ziemlich aufgeregt bin. Und wenn ich emotional irgendwo drin involviert bin, dann kann ich das irgendwie so gar nicht. Ja. So gern, wie ich es jetzt auch in dem Moment dann gerne würde und vielen anderen auch. Aber ich muss es niemandem beweisen und ich will es auch niemandem beweisen. Es ist so, dass Stopp mal eben, das finde ich einen guten Satz. Ich muss es niemandem beweisen und ich will es niemandem beweisen. Das finde ich gut. Das ist dein Erleben. Genau. Ja. Ich werde immer skeptisch, wenn die Leute anfangen, wie ich gerade schon formulierte, missionarisch rauszugehen. So ist es und das ist so. Und also ich hatte vorhin auch ein bisschen Angst, als deine Mitarbeiter gefragt haben, weil es so sehr in die Richtung gehen, was ist, wenn andere Menschen zu dir kommen und dies und jenes. Es kommen schon viele Menschen zu mir, schon seit Jahren. Aber dann habe ich mir schon eben ein paar Gedanken gemacht, gedacht, oh Gott, das wollte ich gar nicht so in diese Richtung. Ich wollte einfach eher über den Tod meines Sohnes erzählen und dass mich der Weg dorthin geführt hat. Also das dennoch, ist ja meine Intention. Ja, aber dennoch, das ist so, dass Leute zu dir kommen und auch um Rat fragen, bist du da nicht in einer schwierigen Rolle? Jein, also am Anfang habe ich es mir sehr schwer gemacht damit, weil ich eben immer alles besonders gut machen wollte und eben auch nichts Falsches sagen wollte. Und das hat mich oft sehr belastet und ich habe gelernt in den letzten Jahren, es wirklich nur durchzulassen, also einfach durch, also mir wenig Gedanken zu machen über das, was gesagt wird. Würdest du denn sagen, dass du selbst mittlerweile zu einem Medium geworden bist? Ich habe mich da lange gegen gesträubt, gegen diesen Begriff, weil ich den irgendwie, weiß ich nicht. Ja, aber mittlerweile bezeichnen mich auch andere so. Im Freundeskreis, Bekanntenkreis und weiter darüber hinaus nennen mich immer Engel Petra, was immer ganz niedlich ist. Und ich habe den Begriff Engel, ich habe früher eher Begleiter mich wählen können. So, jetzt muss ich dich fragen, wenn du so im engen Kontakt und in der engen Kommunikation mit Überwesen bist, was sagen diese Überwesen über unser Leben? Was ist der Sinn des Lebens auf der Welt? Erfahrungen machen. Warum?
Erfahrungen machen. Ja, warum? Das ist eine gute Frage. Das sollte ich vielleicht mal... Fragt es mein Engel. Genau. Also es ist so, dass all meine Erfahrungen, auch der Tod meines Sohnes, für mich heute einen Sinn machen. Über diesen Tod meines Sohnes habe ich so viel gelernt, so viel Tiefe auch erfahren. Mhm. Mein Leben heute ist sehr viel bewusster, als es jemals zuvor gewesen ist. Ich habe noch eine Frage, was das Gesamtkonzept anbelangt. Gibt es böse Engel? Gibt es Luzifer als Engel? Also da wüsste ich jetzt ja jemanden, der das noch viel besser weiß als ich. Ich bin ja nun so eher die Fraktion, die für die Schutzengel zuständig ist. Und aber von dem weiß ich es, dass es das gibt. Ja, man nennt sie gefallene Engel, sagt man. Aber das ist jetzt nicht meine Information. Also das ist über jemand anders jetzt. Also deshalb muss ich das ein bisschen... Jetzt läuft uns auch ein bisschen die Zeit weg. Aber ich finde das sehr interessant, mit dir zu reden. Und fand auch die Entwicklung interessant, wie du sie dargestellt hast, eben von der schweren Erkrankung und dem Tod deines Sohnes bis hin, wo du jetzt bist. Ich möchte einfach den Menschen Mut machen, den Kontakt zu ihrem eigenen Schutzengel zu finden, weil es das Leben um ein Vielfaches erleichtern kann. Liebe Petra, danke dir recht herzlich und wünsche dir alles Gute und auch in Verbindung mit den Menschen, mit denen du stehst, dass du Gutes bewirkst mit dem, was du tust und sagst. Dankeschön. Alles Gute. Dir alles Liebe. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Sandra ist 27. Hallo Sandra. Hallo. Hallo. Sandra, Thema Engel. Genau, ich gehe auf Friedhöfe. Du gehst auf Friedhöfe? Ich habe hier Engel. Ach. Genau, das Ganze fing halt an, als ich 2000 in Buenos Aires war, mit einer Freundin, die wiederum, also wir waren bei einer argentinischen Gastfamilie, und meine Freundin war schon in Argentinien gewesen, vor ein paar Jahren dann. Und es gibt einen Stadtteil, der heißt La Recoleta. Und in diesem Stadtteil gibt es einen sehr berühmten Friedhof. Das ist der Friedhof, auf dem halt alle Präsidenten liegen, Evita Perón und so weiter. Und dann sind wir dorthin. Und ja, ich war fasziniert. Also es war der erste innerstädtische, riesengroße Friedhof, auf dem ich war. Es waren ausschließlich Mausoleen und diese Schubkästen in der Wand. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, Schubkästen? Ja, so nenne ich sie. Also ich weiß nicht, ob es dafür einen richtigen Begriff gibt. Das ist im Endeffekt eine Mauer, wo Platz ist für einen kleinen Zinnsarg oder eventuell... Ach so, die Zinnsärge kommen dann in diese Mauer rein. Die werden nicht versenkt in der Erde, sondern die kommen in die Mauer rein. Richtig. Ah ja. Also es ist so, dass das ist auch zum Beispiel in Spanien der Fall oft. Das sind dann halt so, ja, im Endeffekt wirklich gebaute Rondelle oder so, wo dann halt ein Fenster nach dem nächsten drin ist. Und ja, dann wird das abgeschlossen mit so einer Marmorplakette oder irgendwie Metallplakette, wo dann halt der Name draufsteht. Ja. Ne? Und da hast du Engel entdeckt. Und da habe ich Engel entdeckt. Und zwar gibt es auf den Mausoleen ganz, ganz viele Engelstatuen. Genau. Gibt es in Deutschland auch bisweilen, nicht so sehr, glaube ich, aber hier in Köln gibt es so einen sehr großen historischen Friedhof, den Melaten-Friedhof. Da habe ich das auch schon gesehen. Ja. Sehr tolle Werke sind das ja schon richtig. Richtig, genau. Es sind halt wirklich Skulpturen, also da ist auch wirklich eine Handwerkskunst dahinter, denke ich. So, jetzt interessieren dich aber wirklich diese Kunstwerke, sagen wir mal. Und die fotografierst du gerne? Genau, also ich habe dann angefangen dort, wie willst du fotografieren? Und in einer kürzester Zeit diverse Filme durchgezogen und die danach auch entwickelt. Und was machst du mit den Fotos? Ja, ich hänge sie einmal auf. Also die allerschönsten nehme ich mir dann raus, die mir besonders gut gefallen. Also in der Wohnung bei dir? Richtig, ja? Genau. Oder verkaufst du die auch an Zeitungen oder an Verlage? Das nicht. Also es ist ein Hobby von dir. Das war für mich. Und ich war halt so fasziniert von den verschiedenen Typen von Flügeln und von Haltungen und was sie so bei haben, die Engel. Also einige in Argentinien hatten halt Posaunen und andere Blasinstrumente. Einige heben den Finger zum Himmel. Andere halten wiederum Rosen im Schoß lassen eine Rose so fallen. Also in Deutschland ist es halt so, dass man wirklich sehr wenige bisweilen sehr wenige Friedhöfe gefunden habe. Wo lebst du? In welcher Stadt? In einer größeren Stadt? In Bielefeld. Weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass es in Hamburg und Berlin auch solche Friedhöfe gibt, wo man so etwas vorfindet. Ja, richtig. Ja.
Also je südlicher man geht, zumindest innerhalb von Europa, desto einfacher ist es, Engel zu finden auf Friedhöfen. Sind die Engel, es ist ja schon kurios, wie die Menschen sich überhaupt die Gestalt der Engel vorgestellt haben, mit den Flügeln. In der Regel sind Engel ja geschlechtslos, ne? Nicht ganz. Also ich habe gemerkt im Laufe der Zeit, weil mir auch Freunde dann in meinem Engel waren, den ich hatte, also es kommt so phasenweise, dass sie mir dann Bücher geschenkt haben oder so mit Bildern aus Kirchen und dergleichen. Und da sind Engel, wenn sie klein sind, eigentlich ja schon recht geschlechtslos, meiner Meinung nach aber eher männlich. Mhm. Also kleine Jungen im Endeffekt, diese pausbäckigen Kinderengel, die man so kennt. Mhm. Und die aber Engel, die Großen nicht, ne? Die Großen sind doch ohne Geschlecht. Also ich habe einen männlichen Engel in Polen gefunden. Mhm. Der stand auf Bodenebene im Endeffekt. Das war der erste wirklich männliche Engel, den ich gefunden habe. Und da konnte man sehen, der hat ein Geschlechtsteil gehabt? Na gut, es war halt viel Tuch drumherum. Viel Tuch, ne? Ja. Ja, also, aber er hatte einen freien Oberkörper und von daher musste er dann, wenn, auch schon männlich gewesen sein. Und die Engel in Argentinien oder die ich in Madrid auch viel fotografiert habe, die waren weiblich. Mhm. Also die sind dann halt. Also man kann sich nicht so genau einigen. Sind es nur Männer, sind es Frauen? Sollen sie gar nichts sein oder? Ja. Dein Interesse an das war jetzt so klar erklärt. Das sind Werke auf Friedhöfen. Glaubst du denn auch an Engel in Wirklichkeit? Ja, ich denke schon. Ja, also wirklich? Ich habe jetzt nicht solche harten Erfahrungen gemacht wie die Vorredner, aber ich denke schon, dass es sowas wie einen Engel gibt. Mhm. Also es ist ja eigentlich auch ein schöner Glaube, ne? Wenn man da, es ist etwas Tröstliches und ja, es beschützt einen, irgendwann fühlt sich so ein bisschen geborgen und da ist irgendwas, was so um mich herum ist, was ein Auge auf mich wirft, ja, und so weiter. Ja, ne? Ich bin öfter mal im Ausland und auch viel alleine unterwegs, dass ich dann reise und eine Freundin von mir hat mir irgendwann mal vor ein paar Jahren so eine kleine Tonfigur geschenkt, die einen Engel darstellt und dann stand halt so ein kleiner Brief dran, Schutzengel für, ne? Mhm. Und das ist halt, das habe ich in so einem ganz kleinen Kästchen und das nehme ich immer mit, wenn ich auf Reisen gehe oder wenn ich für ein paar Monate oder länger ins Ausland gehe, alle Fälle. Also, das war Sandra, die Engelfotografin, mit großem Interesse, aber grundsätzlich für Engel, ne? So kann man sagen. Genau. Ja. Liebe Sandra, danke für den Anruf und alles Gute. Ja, dir auch. Danke. Tschüss. Und hier ist Jürgen. Jürgen ist 34 Jahre alt. Guten Morgen, Jürgen. Ja, morgen, Domian. Ja, hallo, Jürgen. Schön, dich mal zu hören. Richtig, am Telefon. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ja, wunderbar. Also, die Engel. Ja, genau. Ich möchte was zum Schutzengel sagen. Und zwar hatte ich 1992, einen schweren Motorradunfall mit der ganzen Gruppe. Und also mehrere Motorradfahrer, oder wie? Ja, wir waren die Schnellsten, wir waren die Jüngsten, wir waren die Verrücktesten, wie man das so ist. Ja. Und wir waren auf dem Weg, ich habe vorher in Heidelberg gewohnt gehabt, wir waren auf dem Weg nach Basel runter, wir wollten da zum anderen Motorradclub fahren und dann, es ging halt so los, wer der Erste unten da ist, der kriegt bezahlt, ne? Und dann ging es halt los und dann sind wir halt wie die Chaoten gefahren, wie man das, ich weiß nicht, wie das so ist halt, ne? Wenn man jung ist. Naja, und dann ging das halt so lang hin und dann sind wir zwischen Heidelberg und Karlsruhe auf der Autobahn gefahren, die war dreispurig unbegrenzt. Und da hat man die Kiste halt auch aufgedreht, wir hatten alle Sportmaschinen, wir waren im Motorsport auch selber alle gefahren, ne, also so ein bisschen hobbymäßig. Ja, und dann ging das so lang hin, dritte Spur und dann sind wir auch im Pulk gefahren und dann der Abstand wurde immer weniger und die Geschwindigkeit wurde immer schneller. Man hat dann halt so ein bisschen auch gespielt miteinander, halt ich weiß nicht so richtig, was da passiert ist. Und dann ist irgendwo auf einer Auffahrt, ich weiß auch nicht mehr genau welche, PKW von der Beschleunigungsspur direkt auf die dritte Spur rausgefahren. Also es war nicht viel Verkehr gewesen, aber irgendwie hat er voll den Fimmel gekriegt und ist dann auf die dritte Spur rausgefahren. Ja. Schlimme Unart, wenn man das beobachtet auf der Autobahn. Ja. Und es war ein kleiner PKW. Ich habe ihn gar nicht richtig wahrgenommen, weil wir hatten ein wahnsinniges Tempo drauf gehabt. Was nachgewiesen wurde, später waren 290 km/h. 290? So schnell ist das Ding gefahren? Ja, also... 910 oder 90? 290. Boah. Wir hatten alles hochgezogene Maschinen gehabt. Boah. Ja, es war schon heftig gewesen. Dann hat man halt wirklich so einen Tunneleffekt, ne? So einen Tunnelblick. Ne? Die Autobahn, die wird wahnsinnig schmal, auch bei drei Spuren. Ja. Da hat man das Gefühl, dass sie bloß vorne, was weiß ich, 2 Zentimeter breit ist. Ich weiß, viele Motorradfahrer, die werden das bestimmt doch
kennen. Ne? Ja, jetzt zog dieser PKW auf die dritte Spur. Ja. Der hatte euch wahrscheinlich gar nicht gesehen, weil ihr so angeschossen kamt. Genau, der hat uns überhaupt nicht gesehen. So, was ist dann passiert? Im Nachhinein wurde das auch dann, hat sich das dann rausgestellt. Also ich habe das noch, was ich noch mitgekriegt hatte, war, dass dieser PKW rausgezogen ist. Ich habe ihn auch irgendwie, wahrgenommen, aber die Reaktionszeit, so schnell kann man gar nicht reagieren. Was ist dann passiert? So, ich habe das Hinterrad von meinem Vordermann praktisch in Augenhöhe gesehen, wie er dann voll in die Eisen gegangen ist. Also er hat wahnsinnig abgebremst. Ich war das dritte Motorrad gewesen, von der ganzen Gruppe. Sage ich mal, Gott sei Dank vielleicht nicht der schnellste, ne? Von der ganzen Truppe. Habe das Hinterrad so in Augenhöhe gesehen, das Rücklicht, habe das Bremslicht gesehen. Ja, dann hat es einfach nur noch geknallt. Wir sind dann alle mit, also vier Motorräder, was ich jetzt genau weiß, sind wir in diesen PKW reingefahren. Boah, in der Geschwindigkeit. Man verzögert ja ein bisschen. Na gut, aber da waren es wahrscheinlich immer noch 180 oder 200 oder sowas. Ja, so circa, ja. Und wir sind voll reingeschossen. Wir haben den PKW komplett zerlegt und unsere Motorräder auch. Das heißt, und bist du irgendwie in die Luft geschleudert worden? Ich bin weggeschleudert worden, lag von diesem eigentlichen Aufschlag, also wo das passiert ist. Ja. So, also was die Polizei im Nachhinein mit diesen ganzen Gutachten da gemacht hat und so, lag ich circa 230 Meter ungefähr weiter. Gab es bei diesem... 230 Meter weiter. Ja. Das ist ja schon unfassbar. Also ich hatte einen Schutzanzug, also diesen Schutzkombi angehabt. Ja. Und der ist ja separat gepolstert, der hatte einen Rückenteil gehabt. Also so ein, damals schon die ersten, 92 kamen die ersten raus mit Rückenteil, wo die Wirbelsäule abgedichtet, also verstärkt ist und sowas alles. Vielleicht war das halt auch das mit meinen. So, gab es Tote bei dem Unfall? Nein, keine, nur schwer verletzt. Wie schwer warst du verletzt? Also ich hatte die Füße gebrochen gehabt und einen Knöchel. Ich hatte beide Wadenbeine gebrochen gehabt, ich hatte beide Oberschenkel, den einen komplett zertrümmert, den anderen Lattenbruch durch, Handgelenke, Unterarme, Ellenbogen. Also ich hatte wirklich alles. Gab es innere Verletzungen auch? Ja, Quetschung, Stauchung. Ja, weil das klingt zwar unangenehm, aber für so einen schweren Unfall noch relativ harmlos, wenn es nur Brüche sind, ne? Ich hatte aufgerissen auch, da waren leichte so Schnittwunden und Pressionen gewesen und Scheuerwunden, weil ich bin auf dem Asphalt. Ich habe das eigentlich in den Knall mitgekriegt und bin dann erst wieder zu mir gekommen, wo ja die Rettungskräfte da waren. Also nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit hättest du tot sein können oder müssen. Und vor allen Dingen unser erster, Heiko hieß der, ist ein Jahr jünger als ich. Ja. Der hätte auf alle Fälle tot sein müssen. Weil der ist mit vollem Schub in das Motorrad, in das Auto reingefahren mit seinem Motorrad. Aber der und die anderen Jungs sind auch relativ gut davongekommen. Wenn man das so sagen kann, ja. Also er hat Kopfverletzung noch ganz schwere gehabt noch. So, also jetzt, keine bleibenden Schäden. Bei aller Kritik an dem PKW, der da rübergezogen ist, die Schuldigen seid natürlich ihr, weil ihr wie die Bekloppten gefahren. Wir waren zu schnell. Ja. So, was hast du denn aus diesem fulminanten Unfall und auch aus diesem fulminanten Glück letztendlich, was ihr hattet. Was hast du daraus gelernt? Ich fahre kein Motorrad mehr. Sehr gut. Ja, sehr gut. Finde ich sehr gut. Ich weiß nicht, vielleicht, meine damalige Lebensabschnittsgefährtin, sage ich mal, hatte gesagt, du bringst dich irgendwann mal um. Mhm. Das war aber vor dem Unfall noch. Ja, du bringst dich irgendwann mal um mit dem Motorrad. Dann habe ich immer noch gesagt, ich sage, ach du laberst, ich fahre schon so lange Motorrad. Ne, und eigentlich so sicher eigentlich auch. Ich habe mich eigentlich gefühlt, mir konnte irgendwie keiner an die Wäsche. Das sagen natürlich alle. Alle fühlen sich sicher und alle sagen, ich habe das im Griff und dann irgendwann passiert. Wenn man sich das mal vorstellt, im Auto ist ja, wenn man 240 fährt, finde ich schon eine Hammergeschwindigkeit. Das ist heftig. Aber hallo, da musst du aber so etwas von hoch konzentrieren, jede Sekunde auf die Straße starren und mit einem Motorrad 290, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, ich mir auch nicht das ist richtig. Und also ich bin ja auch immer sehr zornig, muss ich sagen, wenn ich Autobahn fahre und diese Motorrad fahre, wusch, wusch, die sieht man gar nicht. So schnell kommen die hinten. Ja. Auch beim Überholen ist das schwierig. Denn man guckt dann so in den Spiegel, kann ich jetzt überholen und geht dann so ein Milch rüber und dann kommt so ein Ding da angeschossen, wie aus einer Kanone wirklich losgefeuert. Ja, wenn ich das so sehe, es war eigentlich, im Prinzip war das wirklich der Wink mit dem Zaunfall. Ich weiß nicht, wie es beim nächsten Mal. Ich hatte vorher schon, zwar keine Unfälle in dem Sinne, aber vorher schon, im Raum davor, im Zeitraum davor, gewisse Situationen habe, wo ich mir so hinterher gesagt habe, wo man, wenn es passiert, ne, wo man eigentlich überhaupt nicht drüber nachdenkt, erst so im Nachhinein, dass ein kommt, boah, hast du Schwein gehabt. Ja, wirklich, habt ihr wirklich. Also Glückwunsch und Gratulation, dass ihr so viel... Es war schön und ich wollte einfach bloß mal sagen, mit diesem
was der eine Vorredner da gesagt hat mit diesem Tunnelblick oder wie sagt man mit diesem Nahtoderlebnis. Ich habe auf dieser Autobahn gelegen. Mhm. Ich wollte auf, also ich bin irgendwie zu mir gekommen. Ich wurde angesprochen, aber ich weiß jetzt noch nicht richtig, ob wer mich da angesprochen hat. Also ich kannte die Leute alle da nicht oder so, ne? Und ich hatte aber diesen Eindruck gehabt, bevor ich da zu mir gekommen bin, also ich war ja weggetreten da, ne? Von dem Aufprall bis zu dem, von dem eigentlichen Unfall bis zum Eintreffen der Feuerwehr und Polizei und Hubschrauber. Die haben zwei Leute von uns im Hubschrauber weggeflogen. Ich weiß davon nichts. Also da war irgendwie auch, hast du... Das Einzige, was ich bloß weiß, ist, dass ich zu mir gekommen bin und auf der Autobahn eine Totenstille herrschte. Ah, ja. Ne? Aber obwohl der Gegenverkehr fuhr, also ne? Es war einfach nur ruhig, so wie... Als ob einen Ton ausgeschaltet hat, ne? Ja, ja. Ja, und dann ging's halt los, ne? Ich danke dir für den Anruf und das ist eine gute Entscheidung, die du da getroffen hast, nicht mehr zu fahren. Alles Gute wünsche ich dir, Jürgen. Ja, ich dir auch. Viel Spaß. Dankeschön, noch. Tschüss. So, und hier haben wir noch den Norbert. Norbert ist 48. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Tom. Ja, hallo Norbert. Zum Thema Engel auch noch eine Erzählung, eine Aussage. Ja, das ist bei mir schon 15 Jahre jetzt her. Da bin ich damals aus Rumänien gekommen, lange Autofahrt, über 1000 Kilometer gehabt, bisschen übermüdet gewesen, und einfach mitten auf der Autobahn eine Person drauf. Also dachte ich, eine Person, Engel oder was weiß ich. Es war so weiß, hell alles, ich habe das Lenkrad nach rechts rumgerissen alles. Und in dem Moment, das war genau der Autobahnrastplatz da. Da habe ich erstmal hingelegt im Auto, es war ein klein bisschen, noch einen Begleiter bei mir gehabt. Habe ich 3 Stunden erstmal hingelegt zum Schlafen, danach reingegangen ins Restaurant zum Kaffee trinken. Und danach kam von der Bedienung aus, sagte, was ist los gewesen? Es sagte ja genau vor 3/4 Jahren jemand tödlich verunglückt, wegen Übermüdung. Genau, also nochmal, du hast auf der Autobahn eine weiße Gestalt gesehen. Eine weiße Gestalt. Wo war die weiße Gestalt? War die auf der... Mitten auf der Fahrbahn. Ja, und bist du auf die weiße Gestalt zugefahren? Zugefahren, und dann habe ich aber rechts rumgerissen, mein Lenkrad. Ja. Um halt diese Gestalt nicht zu überfahren. Ja. Und das war zufällig genau eine Ausfahrt zu diesem Rastzug. Hat die Gestalt dich angeschaut? Direkt auf mich zugeschaut und die beiden Hände nach oben gerissen. Nach oben gerissen? Also die Hände praktisch hoch, die Schatten hoch, also halt als Stopp, nicht weiterfahren. Und du hast dann hinterher erfahren, dass sich genau an der Stelle jemand totgefahren hat? Genau, circa 3/4 Jahr vorher, also wegen Übermüdung soll das gewesen sein. Und das ist ja auch gruselig, ne? Ist es auch, also seitdem habe ich irgendwie so ein bisschen, Bammel, kann man sagen, wenn ich Auto fahre, ich fahre oft solche langen Strecken. Und ich weiß nicht, was das gewesen ist, also denn, ob Einbildung, weiß ich nicht, aber gerade war genau an der Stelle... an derselben Stelle auf Meter genau ein tödlicher Unfall gewesen ist. Hat denn jemand anderes auch irgend so eine Erscheinung da gehabt, weißt du das? Oder? Der Beifahrer bei mir hat geschlafen gehabt. Bitte? Der bei mir im Wagen drin war, der hat geschlafen. Der ist geschlafen, oder? Der ist nur wach geworden, weil ich mit einmal so schlagartig nach rechts rüber gefahren bin. Nun könnte man ja sagen, das hast du dir auch eingebildet. Aber kurios ist natürlich... Ich dachte aber mit Einbildung. Also genau, aber wenn hinterher dir dann sowas erzählt wird, ist das schon merkwürdig. Genau, das war gestern noch diese Bedienung, sagte das genau an der Stelle alles... ist was gewesen. Und seitdem weiß ich nicht, ob Einbildung, ja oder nein, ich bin heute noch nicht sicher, ja oder nein, ist es eine Einbildung gewesen. Hast aber nie wieder in deinem Leben danach irgendwas Ähnliches erfahren oder erlebt? Nee, danach nie wieder. Ich war an dieser Stelle immer sehr vorsichtig vorbei, bin ich da lieb immer vorbei, vor einmal im Jahr. Hast du denn vorher an solche Sachen geglaubt, dass es so solche Erscheinungen? Ich glaube auch nicht weiter. Ich habe also gesagt, dass ich bin eigentlich sowas. Ja, und jetzt glaubst du schon dran? Jetzt glaube ich schon irgendwie dran. Ja. Weil das irgendwie, ich weiß nicht, das ist gewesen, diese Erscheinung da alles und... Könnte man es denn irgendwie so deuten, dass diese Erscheinung dich auch gewarnt hat, dass du... Ich war müde gewesen, ich war so praktisch übermüdet alles und ein bisschen wechnicken weiß schon während der Fahrt. Irgendwann muss ich mal Stopp machen, alles bloß, ich wollte nach Hause nach so ein paar tausend Kilometern. Ich glaube schon, das ist eine Art Warnung gewesen. Es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die werden wir nie begreifen. Ja, und das kann man nicht erklären, sowas irgendwie dann. Ja, vielleicht, ja, in der Tat. Norbert, danke auch noch für deinen Anruf. Nee, und alles Gute und stets gute Fahrt auch, wenn du viel unterwegs bist. Doch, alles klar dann, ne? Tschüss. Jo, gut, tschüss, Domian. Jo. So, Freunde, das war's für heute. Unser Thema Engel in der Technik war Matthias Neef. Morgen sind wir wieder mit einer freien Themennacht hier, mit einer offenen Talk-Radio-Sendung. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Und wie immer könnt ihr uns natürlich ab 0 Uhr kostenfrei erreichen. Ich wünsche euch jetzt eine schöne und gute Nacht und sage tschüss, bis morgen.